ist jetzt? Reparierst du das Dach? Ich habe keine Zeit. Du weißt, dass ich nächstes Jahr Examen mache. Ich muss noch so viel lernen. Ausrede. Du bestehst also darauf, dass ich das Dach repariere. Du setzt mich ganz schön unter Druck. Du hast mir versprochen, das während der Weihnachtsferien zu machen. Ja, aber... Was aber? Du gehst lieber mit Miyuki in die Bücherei. Also gut. Wenn du meinst, du musst lernen, dann will ich dich nicht weiter stören. Ich will nicht schuld daran sein, wenn du dein Examen nicht bestehst. Kluge Schwester. Ich werde einen Zimmermann bitten, uns das Dach zu reparieren. Mhm. Können wir uns denn das leisten? Haben wir genug Geld? Wenn wir uns in den Weihnachtsferien keine Extras leisten und dafür sparen, schaffen wir es, Masato. Na gut. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und ich darf kein Geld ausgeben. Wie langweilig. Heute habe ich wirklich Lust zu lernen. Guten Morgen. Ich muss nachher in die Leihbücherei. Lieber Masato, ich bin einkaufen. Miyuki Kashima hat angerufen. Sie arbeitet heute in ihrem Aushilfsjob. Tut mir leid. Gestern spät am Abend hat mich Yuko angerufen. Sie ist krank und sie hat mich gebeten, doch für sie einzuspringen. Ich kann nicht mit dir in die Leihbücherei gehen, aber du musst mir versprechen, auch allein zu lernen. Ja, natürlich. Du wirst fleißig sein? Mhm. Ruhe jetzt. Du kannst in deiner Freizeit plaudern. Oh. Fräulein, ich hätte gerne einmal Chili con Carne. Wie bitte? Chili con Carne. Ah, ja, kommt sofort. Wenn Sie einen Cheeseburger bestellen, dann bekommen Sie heute Pommes frites umsonst dazu. Gut, dann bestelle ich noch einen Cheeseburger. Vielen Dank. Einen Cheeseburger und einmal Chili con Carne. Schrecklich, was ist denn das für eine Unterhaltung? Miyuki stand direkt vor mir, hinter dem Tresen. Aber ich hatte das Gefühl, als sei sie weit, weit weg. Oh. Muraki! Masato! Ah! Was soll das? Wo willst du mit mir hin? Das musst du mir erklären, Muraki. Was machst du hier? Arbeitest du hier? Hast du was dagegen? Miyuki arbeitet auch hier. Ja, das stimmt. Ich konnte keinen Job finden und da habe ich mich hier beworben. Ich war wirklich sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass Miyuki auch hier arbeitet. Hm. Manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn. Ich hatte wirklich großes Glück, sie haben mich eingestellt. Hm. Tut mir wirklich leid. Wir haben genug Arbeitskräfte. Oh. Wir haben heute Morgen einen Schüler eingestellt. Jetzt brauchen wir niemanden mehr. Wir sind komplett. Versuch's doch einfach in ein paar Monaten wieder. Danke. Na, hast du einen Job gekriegt? Nein. Was? Es hieß, dass sie jeden Schüler einstellen. Was meinst du? Ich wundere mich. Der Manager, mit dem du geredet hast, hat 3 Jahre lang an einer Universität studiert. Was hat das damit zu tun? Er mag keine Studenten. Er sagt, sie sind faul und eingebildet. Er vergibt seine Jobs ausschließlich an Schüler und Schülerinnen. Das ist zwar ein Knall von ihm, aber uns kann's ja nur recht sein. Oh, kaum zu glauben. Was machst du hier? Jede Minute, die du vertrödelst, ziehe ich dir von deinem Lohn ab. Oh, tut mir leid. Ich werde ab jetzt hart arbeiten. So ein blöder Idiot. Er ist furchtbar streng mit mir, aber Miyuki fasst er mit Samthandschuhen an. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, das ist es. Was denn? Er ist streng zu mir und dich hat er nicht eingestellt. Oh, er hat ein Auge auf Miyuki geworfen. Das glaube ich nicht. Aber ich bin mir sogar ganz sicher. Selbst wenn er ihr den Hof machen würde, Miyuki interessiert sich bestimmt nicht für ihn. Was weißt du denn von Frauen? Oh. Miyuki interessiert sich zwar nicht für Jungen in ihrem Alter, aber in einen netten, charmanten älteren Herrn könnte sie sich doch verlieben. Das ist doch möglich. Halt den Mund, Muraki. Hä? Wir hatten heute nicht viele Gäste. Oh. Oh. Guten Tag. Ah, du bist es, Masato. Miyuki, was machst du denn hier? Ich habe hier einen Ferienjob. Ein Ferienjob? Aber warum? Miyuki arbeitet, damit ihr Bruder besser studieren kann. Du hast ja keine Zeit zum Arbeiten. Oh. Euer Dach muss repariert werden und das kostet eine Menge Geld. Und da du in die Schule gehst, muss Miyuki das Geld für die Reparatur alleine verdienen. Sie hat mich gefragt, ob ich einen Job für sie wüsste. Und ich habe gesagt, so ein fleißiges Mädchen kann gerne bei mir arbeiten. Stimmt's, Miyuki? Mhm. Du hast wirklich eine außergewöhnlich nette Schwester, Masato. Ja, Ryuchi, das weiß ich. Ist ja schon gut, Masato, ist ja gut. Weißt du was? Ryuchi hat vor, ein riesengroßes Fest für mich zu geben, mit Musik und Tanz.
Ein Fest? Ja, natürlich. Ich gebe eine Weihnachtsparty und gleichzeitig ein kleines Fest für Miyuki. Eine Party am Heiligen Abend, Masato, ist das nicht schön? Ja. Ich freue mich schon so. Ich habe das Gefühl, alles läuft schief. Oh, ist das kalt. Ich hätte gerne eine heiße Schokolade. Gut, und wenn du einen Cheeseburger bestellst, dann bekommst du heute... Oh, entschuldige, ich sag das schon ganz automatisch. Du willst sicher keinen Cheeseburger. Nein. Bist du auf dem Weg in die Leihbücherei? Ja, bin ich. Und du? Lernst du auch wirklich fleißig? Ja. Sie möchte, dass ich fleißig lerne. Und dann lächelt sie mich so lieb an, dass ich ihr alles verspreche. Ich habe keine Lust, ohne Miyuki in die Bibliothek zu gehen. Einmal Schokolade, eine Cola und zweimal Kaffee. Mehr kann ich mir nicht holen, sonst fällt dir auf, dass ich noch hier bin. Hey, Masato! Masato! Oh. Komm schnell, ich muss dir was zeigen! Was willst du mir zeigen? Was Schönes? Hier! Was ist das? Los, mach schon auf! Ein Schal? Mhm. Aber er ist ja noch gar nicht fertig. Der gehört Miyuki. Oh, sowas macht man nicht. Du bist unmöglich. Das interessiert mich schon, für wen sie einen Schal strickt. Ich weiß nicht. Da ist ein Buchstabe eingestickt. Hast du es nicht gesehen? Das große M an der Ecke? Wirklich ein M? Das muss ich sehen. Masato Wakamatsu, was machst du hier? Oh, Entschuldigung. Dieser Raum hier ist nur für Angestellte und du arbeitest nicht hier, soweit ich weiß. Es tut mir leid. Immer wenn du hierher kommst, arbeitet Muraki zu wenig. Und Miyuki macht dauernd Fehler an der Kasse. Mir reicht es. Miyuki macht Fehler an der Kasse? Es ist noch keine Pause. Muraki an die Arbeit. Ja, sofort. Oh, das muss aber hart für Sie gewesen sein. Ja, meine Familie ist arm. Und so musste ich mein Studium abbrechen. Es ist doch nicht so wichtig, ob ein Mann studiert hat oder nicht. Hauptsache, er ist fleißig. Ja, mit Fleiß kann man es weit bringen. Sie haben es weit gebracht. Danke. Gehen Sie wieder an die Arbeit. Ja. Oh. Hallo? Masato, du enttäuscht mich aber. Ich? Du hast mir ein Versprechen gegeben und es nicht gehalten. Was denn? Du wolltest doch in die Bibliothek gehen und lernen. Ja... Das ist wahr. Masato, ich bin traurig, sehr traurig. Warum? Weil du mich angeschwindelt hast. Du warst den ganzen Tag über hier und hast nicht gelernt. Watanabe hat mir erzählt, dass er nach 3 Jahren Studium von der Universität abgehen musste, weil seine Eltern sein Studium nicht mehr bezahlen konnten. Er arbeitet jetzt tagsüber und danach besucht er die Abenduniversität. Und dann lernt er noch bis tief in die Nacht. Ich habe immer gedacht, so etwas gibt es nur im Roman oder im Kino. Ich bewundere seinen Fleiß. Immer wieder musste ich daran denken, was Miyuki mir über Watanabe erzählt hat. Das ist sicher Miyuki. Masato, ich muss dir was Komisches erzählen. Ach, du bist es, Muraki. Auf dem Schal war doch ein M eingestickt. Den Miyuki strickt? Jetzt ist hinter dem M noch ein W. Masato Wakamatsu, das sind meine Anfangsbuchstaben. Aber die von dem Typen auch. Von welchem Typen? Na, von dem Geschäftsführer. Er heißt Michio Watanabe. Das glaube ich nicht. Du solltest besser auf sie aufpassen, sonst wirst du noch ausgebotet. Was? Ich beobachte weiter und rufe dich morgen wieder an. Hey, Muraki! Muraki! Das will ich genau wissen. Ich frag sie besser selber. So wie es sich für einen richtigen Mann gehört. Es tut mir leid, dass Sie so lange arbeiten mussten. Ach, das macht doch gar nichts. Es ist sehr nett von Ihnen, mich nach Hause zu begleiten.
Das ist für mich kein Umweg. Die Abendschule liegt in der gleichen Richtung. Oh, ein so nettes junges Mädchen. Hast du nicht Lust, noch ein bisschen mit mir zu feiern? Lassen Sie mich los! Aber ich tu dir doch nichts. Ich will doch nur ein bisschen Spaß haben. Lass sie los! Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Verschwinden Sie, aber schnell! Dir zeig ich's. Und noch eine! Wie du willst, kämpfen wir! Verdammte Mist! Ist alles in Ordnung? Sind Sie verletzt? Nein. Nein, mir geht's gut. Ich glaube, ich habe doch was abbekommen. Mein Kopf tut ein bisschen weh. Und das alles meinetwegen. Es ist mir furchtbar peinlich. Das ist sehr nett von Ihnen.